Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu Resident Evil Village, alle Sammelobjekte Folge 6. Wir machen natürlich wie immer da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. In der letzten Folge hatten wir ja hier im Dorf soweit alles gesammelt. Wir haben alle goldenen Kisten hier eingesammelt. Ja, hier kommen wir erst noch hin. Und ja, haben eigentlich schon einen großen Teil abgeschlossen an der Stelle hier. Und ja, als allererstes werde ich jetzt mal noch mal kurz in diese Richtung laufen. Ihr erinnert euch bestimmt, in der letzten Folge haben wir eine kleine Bootstour gemacht, wo wir auch noch ein bisschen was eingesammelt haben und haben dann dabei diese Kiste hier entdeckt. Die wollten wir öffnen, ihr erinnert euch bestimmt. Und ja, ihr seht, da fehlt ein Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir, und zwar den Luisas Schlüssel. Ich war der Meinung, den hätten wir nicht, aber wir haben ihn. Und ja, wir sehen ihn nur nicht. Aus dem ganz einfachen Grund. Wo haben wir es jetzt? Hier, Luisas Halskette. Ja, die wählen wir jetzt hier aus, drehen das Ganze ein bisschen und dann seht ihr, wir können hier was rausnehmen. Ja, ich habe es leider nicht mehr vor Augen gehabt. Und ja, so, wo ist das Ding jetzt hin? Hier, Kette mit Schlüssel. Ja, wir wählen das Ganze nochmal aus. Und hier in dieser Kette ist Luisas Schlüssel. Den nehmen wir raus. Und können jetzt hier ganz entspannt die Kiste öffnen. So, dafür bekommen wir einen kleinen Pokal. Ja, wir können da gerade mal gucken, ob wir da vielleicht was einsetzen können. Nee, können wir nicht. Hier können wir soweit, glaube ich, nichts kombinieren. Ich gehe mal gerade einfach durch. Genau, kombinieren hier. Halskette mit zwei Fassungen können wir diesen großen Taubenblutrubin einsetzen, den wir da eingesammelt haben im Brunnen. Da erinnert ihr euch bestimmt auch noch dran. Ja, jetzt ist das Ganze ein bisschen wertvoller hier. Ansonsten, ja, fehlt uns da wohl noch ein Schatz. Den werden wir mit Sicherheit auch noch finden. Gut. Dann werden wir uns jetzt endlich mal Richtung Heisenberg hier aufmachen, damit wir hier mal im Spielgeschehen etwas weiterkommen. Wir haben ja jetzt jede Menge gesammelt. Es sollte soweit jetzt hier alles in Ordnung sein, bis auf eine Sache noch, die bekommen wir aber gleich, und zwar diese fehlende Steinplatte an dem Grab beim Haus Beneviento. Ah, die bekommen wir hier. Ja, hier werden wir die gleich bekommen, da wird sich die Tür bald öffnen. Aktuell noch nicht. Ich werde kurz noch hier reingehen, mal hier an dem Fluss schauen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir hier schon die. Nee, haben wir noch nicht. wählen wir erstmal das Messer aus. Und dann werden wir noch diese drei Fische jagen, damit uns der Duke noch ein bisschen was kochen kann. Zack. Ah, komm daher. So, wo ist der andere jetzt hin? Ah, da schwimmt er. Vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. So, jetzt habe ich dich. Okay, jetzt haben wir hier Fisch. Und noch ein bisschen Wild und alles. Ja, ganz vergessen. Sorry, mein Fehler. Das wollte ich eigentlich noch dem Duke geben, bevor wir losziehen. Denn wir werden jetzt gleich an eine Stelle kommen. Ich nenne sie immer, ja, die Metzgerei. Dort werden wir jede Menge Fleisch finden, das wir natürlich mitnehmen. Und ja, dafür brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Platz in unserem Inventar. Das hatte ich ganz vergessen. Aber das ist ja schnell gemacht. Na So, dann, zack. sieh Shop dich in aller öffnen. Ruhe um. Dann Dukes Feinkost. Und ja, hier haben wir den feinsten Fisch eingesammelt. Können wir hier mal gleich abgeben, damit wir ein bisschen schneller sind. Zack. So, da fehlt uns noch einmal ein Fisch. Was haben wir hier noch? Hier können wir ein bisschen Wild abliefern. Aha. Zack. Was haben wir hier noch? Noch einmal Wild. Zack. Gut. Ich habe noch. Ja, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Du Platz hast im ein Inventar. Auge für Qualität. Nicht wundern, ich habe Danke. offscreen ein bisschen das Inventar aufgeräumt. Und Nichts zu tun. ganz vergessen noch,
hier bei der Werkstatt, habe ich uns die Lemi schon mal offscreen und wo war sie? Hier, unsere TAC, ja, die ist schon komplett hochgelevelt. Ja, aber wie ihr seht, rechts an der Seite, da sind noch freie Felder. Da geht noch ein bisschen was. Das wird sich aber erst immer nach und nach freischalten. Aber diese zwei Waffen habe ich jetzt schon mal aufgelevelt. Die Lemi ist komplett fertig. Wenn wir dann das Spiel durch haben, können wir uns dann quasi im Bonus-Shop dafür schon mal die unendliche Munition für kaufen. Mit den APs, ja, die wir dann haben. Aber wie gesagt, welche Waffen ihr da jetzt zuerst auflevelt, das liegt ganz in eurem Ermessen. Machen müsst ihr es so oder so. Ja, also wir müssen die mit den Spezialzubehörteilen ausrüsten. Wir müssen uns da auch beim Duke noch diese Spezialzubehörteile kaufen. Ja, wie zum Beispiel hier, ja, der verbesserte Griff oder hier der Stecher. Hier ist Zielfernrohr für das Scharfschützengewehr. Diese Sachen brauchen wir allerdings noch alle. Ja, also wir haben ja mehrere Durchläufe. Das bekommen wir leider nicht in einem Spieldurchlauf hin. Dafür brauchen wir halt jede Menge Geld. Wenn wir eine gewisse Anzahl an Geld haben, werde ich euch in einem weiteren Durchlauf, nicht in diesem, werde ich euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr die Waffen komplett aufrüsten könnt, euch dann im Bonusshop unendlich Munition kaufen könnt und euer Geld danach wiedererhaltet. Ja? Gibt es einen kleinen Trick, der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich schon kennen. Dennoch werde ich ihn euch natürlich nicht vorenthalten. So. Hier wäre der normale Weg, ja, dort gehen wir aber noch nicht hin. Wir laufen hier erstmal durch das Gebüsch. Dort ist ein versteckter Weg. Da gehen wir hin. Und dann laufen wir erstmal hier unter dieses Haus. Da ist übrigens diese Metzgerei, von der ich euch die ganze Zeit erzählt habe, wo es jede Menge Fleisch gibt. Und hier seht ihr die nächste Wächterziege. Zack. Haben wir wieder eine mehr. Ah, jetzt sind, glaube ich, noch 4 Stück übrig. Dann ist das auch schon mal abgeschlossen. Kiste. So, hier ist noch ein Schwein. Das erlegen wir, damit wir das Fleisch dafür bekommen. Brauchen wir. Gibt's her. So. Wo haben wir unseren... Ah, da oben ist er. Unseren Granatwerfer. Oder ne, Moment. Wir haben ja hier unsere schöne Wolfsbane, denn dort drin ja, warteten starke Gegner auf uns in dieser Metzgerei. Das ist quasi der Metzger. Ja, ihr seht's hier schon. Ja. Rippchen. So, da hinten steht er, wie ihr seht. Na, da gehen wir jetzt mal ran. Zack. 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 Da haben wir ihn schon. 3 Schüsse. Ist das Thema hier durch. Easy peasy. Und dann können wir auch hier in Ruhe jetzt erstmal alles einsammeln. Zack. So, hier liegt noch ein bisschen Pistol-Muni, da war noch Flinten-Muni, habe ich gesehen, ja. Die nehmen wir auch mit. So, dann gehen wir noch da hoch. Da ist noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Hier schießen wir auf und ihr seht, hier liegt schon das erste Fleisch, das wir einsammeln können. Ja, hier ist noch ein bisschen Kraut. Kraut ist immer gut. Zack, zack, alles einsammeln hier. Zack. Zack. Hier liegen noch Metallreste. Und hier ist auch eine weitere Notiz. Ja, also wie ihr seht, müssen wir sogar an die Stelle, damit wir auch diese Notiz hier haben. 8. Juli. Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei. Er gibt mir immer alte Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat sie uns verboten, aber die Welt draußen ist so faszinierend.
Letztes Mal stand etwas Besonderes Interessantes drin. Ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das Logo kam mir irgendwie vertraut vor. Hier ist natürlich die Rede von Umbrella. Es war das gleiche Symbol wie das auf dem Kelch des Giganten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf dem Wandgemälde in der Höhle gesehen habe. Es ist ziemlich speziell, sieht aus wie ein Schirm von oben. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach was, ich denke mich da bloß in was rein. Oder auch nicht. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Kiste. Da ist noch Vater Nikolas Engel drin. Ja, den nehmen wir mit. Hier auch noch ein paar Kisten. Also ihr seht hier, in diesem Häuschen gibt es einiges zu sammeln. So, dann ist unser Inventar ja schon wieder fast voll hier. Ja, mit Fleisch. Fleisch. So, dann können wir hier wieder raus. Da kommen jetzt erstmal noch ein paar Gegner. Ich glaube, ich nehme mal hier. Zack, bisschen Schrotti. Schrotti. Zack, zack, zack. Erledigt. Und dann können wir hier wieder weiter. Und können jetzt hier den normalen Weg nehmen. Den eigentlichen Weg. So. So, ich glaube, da hoch ist noch eine Kiste. Nee. Doch nicht. Okay. Zack, Headshot. Ah, da ist noch einer. Zack. So, den haben wir. Da steht noch irgendwo einer. Da ist er. Ah, Moment. Hier die Stelle könnt ihr übrigens gerade gut nutzen. Es wird vielleicht ein paar Versuche brauchen. Und zwar brauchen wir noch die Trophäe, dass wir einen Pfeil mit dem Messer abwehren. Also ich habe die damals auf meinem Privat-PSN-Profil an dieser Stelle gemacht. Stellen gibt es dafür natürlich genügend. Ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir es gerade hin, wenn es nicht so lange dauert. Ansonsten werde ich es natürlich rauscutten. Ah, da war ich ein bisschen zu langsam. Ah. Ja, da muss man einfach den richtigen Moment abwarten hier. Ja komm, dann schieß halt noch einen Pfeil, Mann. So, da haben wir es schon. Schnelle Reflexe. Ah, hat jetzt nicht so lange gedauert. Zack, und jetzt können wir ihn hier töten. Zack. So, haben wir die Trophäe auch vom Tisch hier. Ja, wie gesagt, wir nehmen hier wirklich so viel mit, wie es nur geht in diesem Durchlauf. So, hier ist noch eine Mine. Die gute Mine. So. Okidoki. Dann können wir jetzt hier mal hoch. So, was ist da los? Ah, da hinten ist noch einer.
So, hier haben wir die Trophäe Stratege geholt. Das ist die Trophäe für 3 Gegner auf einmal töten, ja, also gleichzeitig töten. Dies macht man natürlich am besten mit einer Explosion, ganz klar. Oder ihr könnt dafür auch eine Rohrbombe nehmen oder sowas. Oder macht das Ganze mit dem Granatwerfer. So, gehen wir erstmal hier die Treppe hoch. Jetzt müssen wir hier 2 Hebel aktivieren, um diesen Bereich hier zu verlassen. Ja, das Hebel Nummer 1. Und dann öffnet sich da dieses Gattertor, das ihr da seht. Ja, jetzt kommen natürlich wieder ein paar Gegner. Komm, schrei hier nicht so rum. Na. Okay, gegen das Gitter schießen ist auch immer ganz gut. Was ist denn da los? Ah, da ist schon einer oben, den habe ich gar nicht bemerkt. Hier an der Stelle. So, jetzt aber hier. Zack, bleib unten, wo du herkommst. So, da ist noch einer. Zack. Da hinten ist noch einer. Ah, dann komm halt hoch. Schieße ich da direkt mal die Birne weg. Der nächste bitte. Bietet sich hier perfekt an, die Leiter. Der nächste. Da kommt, glaube ich, noch einer, wenn ich das richtig sehe. Zack. Läuft. Dann können wir da runter alles einsammeln. Gibt es jede Menge Zeugs hier. Und dann gehen wir hier mal auf die andere Seite und bewegen den zweiten Hebel. Cash. So, let's go. Die Festung. So, ich werde hier jetzt mal die Magnum auf Schnellzugriff unten machen. Ah, haben wir noch 3 Kugeln, okay. Was haben wir hier? Haben wir auch noch ein bisschen was. Granaten haben wir auch jede Menge. Denn jetzt wird ein weiterer Gegner auf uns warten, ein kleiner Boss. So, wenn du magst, kannst du hier gerne noch speichern. So, hier kommen jetzt auch jede Menge Gegner. Das ist quasi das Nest von denen. Manche kennen die Stelle bestimmt. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier jetzt wirklich alle Gegner platt machen. Liegt an euch, wie viel Munition ihr habt oder so. Ja, ihr könnt auch einfach ein bisschen Muni sparen. Das muss ja nicht und hier sein. Einfach durchrennen. Ja, wie im Speedrun quasi. Ist jedem sich überlassen, wie er das gerne mag. Okay, so war das jetzt nicht geplant. Warum der jetzt noch lebt, weiß ich auch nicht. nach dem Granateneinschlag da. Aber gut. So, machen wir es halt so rum. So, dann gehen wir hier hoch. Granate einsammeln. Und dann fahren wir mal darüber. Direkt blocken, da steht einer. Zack. So, Granatenwerfer ausrüsten.
Zack, zack. Da kommt jetzt nämlich noch so ein Gepanzerter. Ja. So, schön blocken hier an der Stelle. Zack. Aber kein Problem. So viel Damage macht das jetzt bei uns noch nicht. Ah, später auf Dorf der Schatten sieht die Geschichte wieder anders aus, aber bis dahin haben wir auf jeden Fall hier Infinite Magnum. Ja. So, hier schön alles wieder einsammeln. Wie gesagt, ihr könnt hier auch einfach durchrennen, ja, immer schön blocken, ja, wenn ihr Munition sparen wollt. Ja, ich habe jetzt hier den ein oder anderen mal gekillt. Damit wir auch noch ein bisschen Kohle haben. So, zack, zack. Mal den hier nachladen. Okay. So, hier erwartet uns jetzt auch die nächste Wächterziege. Hier seht ihr sie schon. Zack. Da waren es, glaube ich, nur noch 1, 2, 3. Ja, 3 könnte hinkommen. Oder 4. 3 oder 4 Stück sind es nur noch. Also nicht mehr viel. Aber keine Sorge, wir werden keine verpassen. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, wo sie sind. Das ist schon in meinem Gehirn gespeichert. So, hier ist noch Arznei. Die nehmen wir mit. Hier ist die nächste Note. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug! Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn wir nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Platz sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonieplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Hier noch Muni, hier könnt ihr noch abspeichern. Ja, warum nicht? Komm. So, jetzt müsste eigentlich dieser Bosskampf kommen. Jawohl. Mit einem, wie heißen sie, Urukai oder Ura, ja, ich glaube Urukai oder sowas in der Richtung. Oh. So, da oben kommt er. Das ist nicht gut. So, Achtung, der springt jetzt runter, kloppen, bisschen weggehen. Zack. Zack. So, da kriegt er noch 3 mit der Magnum und dann ist das Ding hier durch. Da gibt es auch die Trophäe, besser spät als nie. Ja, das hat den Hintergrund. Es gibt auch die Trophäe früher Start oder sowas in der Richtung, heißt die, glaube ich. Dieser Gegner kommt ja ganz am Anfang, kommt er ja auch schon. Diese Trophäe werden wir natürlich auch noch nehmen, aber erst in einem späteren Zeitpunkt, wenn wir zum Beispiel die Infinite Magnum haben, also unendliche Munition für die Magnum. Und dann können wir den direkt am Anfang killen. Dafür gibt es nämlich auch eine Trophäe. So, ich sehe gerade, wir sind hier recht voll. Okay, hier können wir... Nee, wir können leider nichts mehr aufnehmen. Ist aber kein Problem. Wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet. Hier, das können wir noch einsammeln anscheinend, ja. So, ihr könnt ja hier, wenn ihr im Inventar seid, könnt ihr ja Objekte stapeln. Ja, das habe ich jetzt gemacht, deswegen können wir noch ein bisschen was nehmen. Ich werde uns mal heilen. Und es reicht wohl trotzdem noch nicht. Oder war er jetzt noch nicht so weit? Okay, er war noch nicht so weit. Jetzt aber. Alles klar. Okay, die 2 Rohrbomben brauchen wir nicht unbedingt.
Ich benutze die eigentlich eher selten, bin ich ehrlich. So, hier gibt es jede Menge Schätze. Ja, da funkelt einer. Hier funkelt einer. Dann gibt es hier noch einen. Dann hier oben. Dann hier. Zack. So, hier liegt auch noch einer. So, ich glaube, das war's. Weiter geht's. So, und hier steht der letzte Flakon. Flakon Torso. Was? Ah, ja. Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. So, hier ist noch ein Schatz. Fahren wir wieder eine Runde Boot. So, jetzt seht ihr hier, ja, die haben wir. So, dass hier jetzt noch rot ist, ist gar nicht schlimm. Das ist einfach nur, ja, das bisschen Muni, was wir da liegen lassen haben. So, gehen wir erstmal hier runter. Zack. Denn hier müsste irgendwo, da liegt es schon, Foto eines Geisterfischs. Den haben wir ja natürlich schon eingesammelt. So, hier liegt auch noch eine weitere Note. So, schön alles einsammeln. Notizen zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Proband 174. Mirai M. Merkmale 21. Männlich. Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnisse. Geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lichens. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Bernadette B. Merkmale 21. Weiblich. Keine Beschäftigung. Keine Vorerkrankungen. Ergebnisse. Tod. Proband 181, Alcina D, also Dimitrescu, das denke ich wissen wir ja. Merkmale 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse, sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Ja, können wir hier wieder raus. Aber Achtung, jetzt kommen da ein paar Gegner. Wir können auch einfach rennen. Blocken. Vorbei. Brauchen wir hier nicht unnötig Munition zu verschwenden. Und dann gehen wir hier die Leiter hoch. So, jetzt kommen wir hier am Friedhof raus.
Die Tür haben wir ja schon geöffnet, da wir ja da hinten, ich kontrolliere es nochmal schnell. Jawohl, die Wächterziege haben wir eingesammelt. Ach, guck mal da, da ist ja noch, sind ja noch Hühner. Die nehmen wir natürlich... Ah, Moment. Die können wir gar nicht mitnehmen, wir sind voll. Können wir uns aber merken. Ja, wir müssen ja jetzt eh zum Altar, zum Duke, um die Flakons einzusetzen. Und da sehen wir ja, ob wir noch was an Geflügel brauchen. Und dann können wir auch gerne nochmal kurz dahin zurück. Pistol. Jetzt seht ihr da oben an dem Baum, seht ihr den blauen Vogel. Den schießen wir ab. Denn hier gibt es saftiges Geflügel. Ja, okay. Können wir noch liegen lassen, wir sind ja voll. Ja. So, dann gehen wir jetzt erstmal zum Duke, machen ein bisschen Platz und den sammeln wir ein, denn den brauchen wir auf jeden Fall. Saftiges Geflügel. Denn von den Hühnern bekommen wir nur normales Geflügel. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Aber gerne. So, Dukes Feinkost. So, hier haben wir noch einen Fisch übrig. Ich kann's kaum, jetzt sind wir hier auch komplett. Bin gleich zurück. Kohlrouladen. Aha. Kohlrouladen bekommen wir jetzt. Das ist ja geil. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Kohlrouladen, die mit Fisch gefüllt sind. Das ist doch mal was. Wunderbar, haben wir das auch schon komplett. Und wie gesagt, sobald wir halt das Spiel durch haben und New Game Plus starten für den nächsten Run, bleibt das hier alles erhalten. Ja, also das müssen wir also nicht nochmal tun. Dann. So, hier haben wir nochmal Geflügel. Nur nicht nachlassen. Können wir auch schon mal abgeben. Hier haben wir Wild. Können wir abgeben. Okay. Ich hab. Was haben wir hier noch? Wild. Du hast ein Auge. Wild brauchen wir anscheinend nicht mehr. Bevor wir es verkaufen, ich kontrolliere es kurz. Wild haben wir voll hier. Wild haben wir voll. Wild haben wir voll. Okidoki, dann können wir das Ganze nicht verkaufen. Eigentlich können wir auch hier mal gerade die Schätze mit verkaufen. Die Zeit haben wir ja. Mit dem warte ich mal noch kurz. Vielleicht können wir den in diese Kette da eintun. Diesen grünen da. Bei den gelben weiß ich es, das geht nicht. Ne, stopp. Die Halskette noch nicht verkaufen. Seht ihr, der hat jetzt schon einen Wert von 12.000. Stein aus einer Halskette. Das war die Halskette von Luisa. Das haben wir eben überprüft. Das ging ja nicht in diese andere Kette da. So, das können wir alles verkaufen. So, hier das Bild verkaufen. Okay. Aha. So, ich will das kurz mal komm abchecken. Zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Nee, den können wir dann beim nächsten Mal auch verkaufen. Den Vivianit, den grünen, können wir also nicht in die Halskette da eintun. Und dann gehen wir hier nochmal kurz zurück und sammeln hier noch das Geflügel ein. So, ich verstehe immer noch nicht, warum hier diese Tür nicht aufgeht. Normal geht die doch auf. Ich bin mir ziemlich sicher. Vielleicht geht sie auch erst dann auf, wenn wir das Spiel einmal durchgespielt haben. Müsste ich jetzt lügen, bin ich ehrlich. Ich bin da irgendwann dann vorbeigekommen und dann war die Tür hier einfach auf. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Bin ich ehrlich, weiß ich gerade jetzt echt nicht. Ist aber wie gesagt kein Problem. Sollte es in dem nächsten One dann wirklich so sein, dass sie erst aufgeht im nächsten Spieldurchlauf, holen wir das dann einfach nach. Ja. Also da ist jetzt auch nichts so Wichtiges drin. Wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Haben wir das Fleisch eingesammelt? Ja, haben wir. Ist wie gesagt nicht so wichtig, denn da ist nur ein Schatz drin, den wir verkaufen können. Ja, also so ein Kelch, glaube ich. Also nichts, was jetzt relevant wäre für die Trophäe. Von daher brauchen wir uns da jetzt nicht unbedingt Sorgen zu machen. Aber ja, kommen wird es auf jeden Fall. Und ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Ja. So. Na, komm daher.
Ey, Huhn. Ah, da bist du. So, komm da her. Ja, wie gesagt, das ist halt hier diese Stelle, wo diese Steinplatte da fehlt. Ah ja, okay. Gut. Gehen wir nochmal kurz zum Duke. Sieh dich in aller Ruhe um. Nur nicht nachlassen. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Fisch. Aber wie gesagt, das können wir auch in dem nächsten Durchlauf machen. Alles bekommen wir jetzt sowieso hier nicht hin. Hier können wir jetzt das saftige Geflügel weiter abgeben. So. Hier können wir noch einmal Geflügel abgeben. Und erlesenes Wild haben wir noch nicht. Okay. Das wird ein Festmahl werden. Können wir das Ganze hier jetzt mal einsetzen? Was war das? So, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, es lässt mir jetzt keine Ruhe, verdammt nochmal, mit dieser Kiste da. Das war auf jeden Fall, bevor wir zu Heisenberg sind. Ich habe vielleicht so eine kleine Vermutung, ich weiß nicht, ob sie stimmt, vielleicht muss ich erst an das Grab und da einfach mal X drücken, damit ich angezeigt bekomme, dass da was fehlt. Ich glaube, das hatten wir nicht gemacht. Ich werde da schnell mal nachsehen. Sollte der Weg umsonst sein, wird dann gleich ein Cut kommen. Und wir sehen uns wieder hier. Wenn der Weg nicht umsonst sein sollte, war alles richtig und ich lasse das Ganze hier laufen. Ja, also ihr müsst euch das dann, wenn es unnötig ist, nicht ansehen. Ich werde das auf jeden Fall rausschneiden. Ja, Leute, hier bin ich nochmal. Also der Weg war umsonst, deswegen habe ich das Ganze rausgecuttet. Ja, ich bin ehrlich gesagt jetzt überfragt, warum sich dieses Tor nicht öffnet. Vielleicht ist es wirklich so, dass es erst beim zweiten Spieldurchgang funktioniert. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie es bei mir beim ersten Mal war. Ich glaube, da hatte sich das Tor auch nicht geöffnet. Ich müsste aber jetzt wirklich lügen. Ich habe das Spiel jetzt schon so oft gespielt, auf meinem Privataccount, dann hier auf meinem Streaming-Account. Aber wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall noch erleben. Ja, und dann werde ich euch das Ganze auf jeden Fall zeigen. So, hier setzen wir Kelch des Giganten ein. Denn ansonsten, wie gesagt, haben wir eigentlich alles gemacht, was zu machen ist. Ja. Soweit, so gut. So, das ist eine Trophäe, die automatisch kommt. So, dann gehen wir mal zu Karl Heisenberg. Mach dir keine Sorgen um das Kind.
Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Oh, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das werden? Was ist das? Mia? Wahrheit tut weh, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück! Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Oh, yes. Dein Kram. Sackgasse! Scheiß drauf! So, was nun sind wir jetzt hier bei Heisenbergs Fabrik angekommen. Ja, da gibt es noch ein bisschen was zu sammeln. Und gleich werden wir auch wieder unseren Duke sehen in einem Fahrstuhl. Ja, der sitzt da drin. Da gibt es natürlich dann auch wieder einen Speicherplatz. Und da werde ich auch auf jeden Fall speichern und werde dann auch die Folge an dieser Stelle beenden.
da die Folge jetzt schon fast eine Stunde lang geht und wir hier in dem Areal noch sehr, sehr viel zu tun haben. Und werde dann in der nächsten Folge machen wir dann quasi das große Finale von Resident Evil Village, unserem ersten Durchlauf. Und dann haben wir das Spiel hier schon einmal durch. Oh, hier können wir ruhig mal ein bisschen mit Schrott hier arbeiten. Zack. Zack. Bleib liegen. Zack. Ja, das Game ist einfach nur mega geil. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Gibt kaum was zu meckern. Außer, dass man mal wieder nicht Ethans Gesicht sieht in dem ganzen Spiel. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum die das Gesicht so geheim halten. Ja, schade eigentlich. Aber gut, hier an der Stelle werden wir uns jetzt auf jeden Fall vor Abschluss der Folge noch eine Trophäe schnappen. So, da vorne auf der linken Seite, ja, da ist der Aufzug, da sitzt der Duke. Hier können wir, glaube ich, noch eine Kiste einsammeln. Jawohl. So, dann werden wir hier mal... Ah, ich habe hier noch die Magnum ausgerüstet. Auf unser Scharfschützengewehr zurückgreifen. Werden dies ausrüsten. Und ihr seht ja da schon jede Menge... Ah, können wir sogar noch ein bisschen zoomen. Zwar nicht viel. Na. Den gilt es halt abzuschießen. Es ist halt schade, dass man hier nicht die Luft anhalten kann. Wie ihr seht, er wackelt halt wirklich wie ein Kuhschwanz hier rum. Aber wir müssen hier auf jeden Fall einen abschießen. Ja. So, da haben wir einen gut abgehangen. Nice. Ich bin jetzt auch nicht so wirklich der riesen Scharfschütze-Experte. Muss ich leider gestehen. Shooter spiele ich eher selten. Aber gut, das ist halt, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ja, jeder spielt was anderes gern. Man muss nicht alles gut finden, gerne spielen. Ja. Es muss einem halt liegen. So. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob wir hier zufällig von hier aus die Wächterziege sehen. Ah. Nee. Also hier auf diesen Trägern irgendwo steht eine Wächterziege. Aber anscheinend bekommen wir die wirklich nur, wenn wir mit dem Aufzug fahren. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen schnell reagieren. Ich dachte eigentlich beim letzten Mal, man würde die eigentlich cool von hier aus sehen können und könnte sie von hier cool einsammeln. Aber, schade. Dies ist leider nicht der Fall, sehe ich gerade. Die Idee war gut, aber nee, wir sehen sie hier nicht, leider. Hier ist jetzt natürlich diese Platte davor. Da oben ist auch nichts. Okay, dann müssen wir die auf jeden Fall dann wohl oder übel während der Aufzugfahrt nehmen. Da müssen wir halt nur uns hier dann später, wenn wir den Aufzug starten, hier hinstellen. Entweder machen wir dann die ganze Zeit mit dem Messer. Ja. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Entweder stellen wir uns die ganze Zeit hier so hin. Und im Laufe der Fahrt wird hier auf jeden Fall die Ziege kommen. Oder ihr macht das Ganze mit der Pistole. Oder wir warten bis später gegen Ende. Da haben wir nochmal eine Möglichkeit. Werde da jetzt aber nicht zu viel verraten. Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, möchte ich halt nicht zu viel spoilern. Ja, auf jeden Fall ist hier eine Wächterziege. So. Hier ist der Speicherplatz. Hier werde ich speichern. Und dann ist unsere Folge an der Stelle zu Ende. Es hat mich auf jeden Fall wieder gefreut. Wie gesagt, das Game macht mega Bock. Ich hoffe, es macht euch auch viel Spaß. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr ein kleines Like da lassen würdet. Vielleicht auch gerne mal einen Kommentar, ein bisschen Feedback abgibt. Ja, Verbesserungsvorschläge. Wie gesagt, ich mache das noch nicht so lange. Gebt mir aber jede Menge Mühe. Und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Zur Folge 7. Ja, das wird dann die finale Folge. Und ja, freue ich mich drauf. Und bis dahin, macht's gut und Servus.